Ja, jetzt wollte ich euch gerne zeigen, und zwar die Funktion oder erklären HBBTV, was das überhaupt ist und wie man die aktiviert. Das Fernsehgerät, Sony, Samsung, Panasonic, egal, alle, die Internetzugang haben, können die Funktion aufrufen. Und zwar sehen wir das auch direkt, wenn man mit auf einen anderen Sender umschalten. Und wenn das Fernsehgerät mit dem Internet verbunden ist, kommt hier unten eine Einblendung, Startleiste und dann ein roter Button, ein roter Punkt. Das heißt, Fernsehgerät ist mit Internet verbunden und man kann jetzt den Internetinhalt nutzen, den der jeweilige einzelne Sender zur Verfügung stellt. Ja, bei ARD und ZDF kann man halt auf die Mediathek zugreifen, wo man sich zum Beispiel einfach die letzten ausgestrahlten Folgen aufrufen kann. Bei RTL, Sat.1, ProSieben, da sind dann wieder andere Sachen, die angeboten werden. Ja? Zum Beispiel bei RTL vielleicht von DSDS was, bei ProSieben von den Simpsons. Und so weiter, ja. Jeder Sender hat seinen eigenen Service, den er anbietet. Wir öffnen das jetzt mal und zwar mit der roten Taste hier auf der Fernbedienung. So, und da haben wir schon HBBTV. So, hier haben wir jetzt auch Einblendungen für die anderen bunten Tasten, damit wir direkt schnell Zugriff haben. Da ist die besagte Mediathek, zum Beispiel von ARD. Da drücken wir jetzt gelb drauf. So, sie öffnet sich. Und wir sind ja hier oben. Jetzt können wir mit den Steuerungskreuzen auswählen. So, zum Beispiel Sendung verpasst auf den ersten. Wir befinden uns jetzt hier heute. So, und jetzt kann man halt die letzten paar Tage irgendwas aufrufen, was man verpasst hat. Beispiel am Dienstag. So, dann gehen wir jetzt einfach runter. So, und da sieht man schon, was ARD zum Beispiel alles ausgestrahlt hat. Und man könnte sich das jetzt angucken. Zum Beispiel hier Fliegengewicht. Bestätigen wir mit OK. Jetzt können wir das Ganze natürlich noch vergrößern. So, und der Internetinhalt kommt jetzt per Livestream aus dem Internet und wir können uns jetzt die letzte Folge angucken, die ARD damals ausgestrahlt hat. Ja, das alles gilt für alle anderen Sendungen auch. So, gehen wir wieder zurück. Zurück und drücken einfach mal die rote Taste, um auszublenden. Jetzt gehen wir mal auf einen anderen Sender, von mir aus auf RTL. So, da kommt gleich auch die Einblendung. Ja, gelb drücken, Bundesliga, Ergebnisse live. Alles ein Inhalt, den RTL zur Verfügung stellt. Wir drücken jetzt einfach mal die rote Taste wieder, um zu zeigen, wie das bei RTL ausschaut. So, da gibt es extra einen RTL-Digitaltext. So, Clipfish. Da könnte man jetzt Filme, Serien und all sowas nochmal aufrufen. Die haben Musik, TV, Fitness und Yoga. Natürlich weiß ich jetzt nicht, ob alles wirklich umsonst ist, aber einige Sachen, zum Beispiel hier Bauer sucht Frau oder das Supertalent, ja, gehen wir einfach mal drauf. Da kann man garantiert aus den letzten Staffeln, aus den letzten Folgen sich die Kurzvideos angucken. So. Wir können jetzt hier irgendwas aussuchen, was letztens ausgestrahlt wurde. Was nehmen wir denn? So, nehmen wir den Jodler, drücken OK. Je nach Sender schalten die da vorne Werbung vor. Wir können jetzt auch wieder da das Bild komplett vergrößern, wenn wir da drauf gehen.
Und dann haben wir ein Vollbild. Und nach der Werbung wird dann garantiert der Film oder der Ausschnitt gezeigt. Jawohl. So, unterbrechen wir das mal, gehen wir mal wieder raus von RTL. Gehen jetzt einfach mal auf Pro7. Wie gesagt, der Service ist immer anders. Das, was die gerade zur Verfügung stellen. Rote Taste anmachen, rote Taste ausmachen. So, hier haben wir von Pro7 die Mediathek. Können wir von mir aus. Da sind dann noch andere. Ne? Spielecenter und all sowas. Von mir aus Galileo. So, und das sind die einzelnen Berichte, was ProSieben uns von Galileo zur Verfügung stellt. Und machen wir hier skurrile Haustierliebe einfach mal an. Da wird auch jetzt Werbung vorgeschaltet, weil die privaten Sender natürlich von der Werbung leben. So. So, und da haben wir jetzt schon, wie gesagt, die Folge, die wir vorhin ausgewählt haben, von Galileo, die uns interessiert, als Vollbild auf dem Schirm und können uns das nachträglich alles angucken. Wie gesagt, den Service ist immer von dem jeweiligen Sender und das alles nennt sich HBBTV. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen, falls ihr weitere Fragen habt. Über einen YouTube-Channel könnt ihr euch gerne melden.